Hallo, hier ist wieder Stefanie von Steffs Kreativatelier. Es hat zwar etwas gedauert, aber jetzt bin ich wieder da mit einem neuen Video. Manchmal kommt es halt anders, als man denkt, und dann muss man anders als, anders wie. Oh, egal. Ja, und dann muss man einfach dem nachgehen, was gerade ansteht. Und jetzt bin ich aber wieder da. So. Bevor ich den Faden hier völlig verliere. Ich habe diese kleine Box gewerkelt. Das ist eine 4-in-1 Box. Das heißt, es sieht aus wie eine Box, aber es verstecken sich vier kleine Schiebeboxen dahinter. Und verwendet habe ich dafür das DSP vom Kreativdepot. Frühlingsblumenmeer. Das ist das. Gefällt mir unheimlich gut. Das ist richtig frühlingshaft, zarte Farben und Streublumen liebe ich sehr. Also das war das Papier. Und hier drauf seht ihr in so einem zarten Rosa, was hier gut so passt, von Stilfein Design, diese Stanze. Das sind noch einzelne Stanzteile, die beim Stanzen mal übrig geblieben sind. Und die heißt die Stanze Designline Steffis Blumen. Und passt ja, ne? Steffis Blumen bei Steffs Kreativatelier. Perfekt. So, die habe ich hier für diese Box verwendet. Plus ein bisschen Garn aus dem Lieblingsshop natürlich. Das darf nicht fehlen. Und als ich die gemacht habe, habe ich mir gedacht, eigentlich wäre eine Nummer größer schon schöner. Also habe ich mich hingesetzt und ein bisschen getüftelt. Nicht wirklich viel, weil wenn man einmal so Grundmaße hat, dann kann man das ja auch ein bisschen anpassen, größer und dann. Ja, geht es eigentlich relativ flott. So, das ist die kleine Box und wir werkeln jetzt die große Box zusammen. Drei dieser großen Boxen habe ich schon fertig gemacht, hier diese Schiebeboxen. Die vierte machen wir jetzt zusammen, die lege ich auf die Seite und den Rest machen wir dann auch gemeinsam. Ihr braucht für die größere Box einmal für die Box, die wir jetzt gleich falten. Viermal Cardstock. Ich habe hier jetzt etwas dickeren genommen, damit es nicht so labberig ist. In den Maßen 15 auf 10 cm. Und das falzen wir gleich bei 2,5 ringsherum. Und das machen wir am besten gleich. So. Rundherum falzen bei 2,5 cm. Jetzt wackelt ihr wieder. Ich hoffe, ihr werdet nicht seekrank. Und noch einmal 2,5 cm und fertig. Das wird die Box, die schneiden wir auch gleich gemeinsam ein. Und für die Banderole hier ringsherum, also für diese Matchbox sozusagen, das Teil, braucht ihr viermal Cardstock in den Maßen 10 cm auf 16,5. Und das wird jetzt bei ziemlich krummen Maßen gefalzt. Und zwar einmal bei 5,1. Dann schiebt ihr weiter auf 7,7, weiter auf 12,8, da und 15,4. So, das war's. Das brauchen wir erst später wieder, das Falzbrett. Dann falzen wir uns die Banderole einmal durch. Und hier. So, und nehmen uns die Box und schneiden die klassisch, wie wir alle Boxen einschneiden, ein und kleben sie dann auch zusammen. Na, so. Umdrehen auf der Seite auch. Ich schneide die Klebelaschen immer neben der Falzende, sodass die Falzlinie direkt weg ist. Und schräge hier auch mit an, damit. Oh, da habe ich ein bisschen zu wenig angeschrägt. Damit es sich nachher schön schließen lässt. Also und da nichts übersteht. Ne? Aber ihr seid ja alles alte Hasen und wisst das schon. Wer neu ist, der weiß das sicherlich auch, ansonsten weiß das jetzt.
Und wenn ihr Fragen habt, schreibt mir gerne unten in der... Ich habe nicht aufgepasst. Hier ist die Falzlinie jetzt nämlich nicht sauber rausgeschnitten. Aber jetzt schreibt mir gerne unten drunter, steht meine E-Mail-Adresse in der Infobox. Ihr könnt mir aber selbstverständlich auch in den Kommentaren was hinterlassen, ihr eure Fragen stellen, so wie ihr mögt. So, alles durch. Falzen hier einmal. Und das haben wir schon. Jetzt Kleber drauf. Ja. Machen wir gleich alle Seiten mit Kleber voll. So. Und zusammen. Jetzt seht ihr, hier schön bündig kleben und hier steht jetzt nichts über. Manchmal, wenn man das nicht anschrägt, dann hat man ja so einen Versatz da drin. Das mag ich nicht, deshalb schräge ich auch die äußere Kante immer mit an. So, hier Kante auf Kante setzen. Mit dem etwas stabileren Farbkarton geht es auch ganz gut. Da bleibt die ganze Box auch gleich besser in Form. Und ab einer gewissen Größe finde ich das dann schon angenehmer, mit dem dickeren Cardstock zu arbeiten. So, alles einmal nachgegangen. Jetzt kommt die Banderole drum. Auf die kleine Lasche, die ihr hier habt, bringt ihr Kleber. Guckt vorher, dass es passt. Jawohl. Jetzt habe ich den gerade weggeräumt. Kleber. Und nicht zu stramm. Ich lege sie mir immer hier auf die andere Seite, auf die Kante. Und dann drücke ich das hier an. Gehe nochmal mit dem Falzbein dran. Schiebe ich die eine Seite raus. Habe mir hier eine 1,5 Inch Kreisstanze genommen. Und platziere mir jetzt so halbwegs mittig die Stanze. Und stanze mir hier so einen Eingriff raus. So. Damit haben wir schon mal all unsere 4 Boxen. Ach, das Papier bleibt immer, die Dinger bleiben auf dieser Matte immer so kleben. Ich liebe die Matte, weil alles davon weggeht. Kleber löst sich, alles super. So eine Silikonmatte von Kreativ Depot. Aber Papier bleibt halt auch einfach drauf. Ne? Naja, geschafft. So, die braucht man nicht mehr. Jetzt haben wir diese 4 Boxen. Und die können wir nicht einfach so aneinander kleben, das funktioniert ja nicht, sondern wir müssen gucken, dass jeweils die Laschen, die Eingrifftaschen, einmal hier unten so stehen, dann also nach links zeigen, die zeigt zu euch, die zeigt nach oben und die zeigt wieder nach rechts. So sieht das dann aus. Und da, wenn wir die so zusammenkleben an den Banderolen, es nicht wirklich schön aussieht, beziehungsweise wir hier gar nichts kleben können, brauchen wir ein Ober- und ein Unterteil. So. Und das machen wir uns jetzt. Ich habe mir dafür einmal dieses Papier als Aufleger dann ausgesucht. Das heißt Hintergrundgrau, Blümchen-Hintergrundgrau, ist auch noch im Shop verfügbar. Ich mag das unheimlich gerne. Ich mag diese zarten Farben. Das sind wieder so kleine Streublumen. Das ist ja so meins. Und ihr habt auch Möglichkeiten mit Gelbtönen, Grün, Rosé, Grau zu arbeiten. Ich habe mir jetzt dieses unifarbene Zartrosa ist das, glaube ich, hellrosa oder zartrosa, bin ich mir nicht ganz sicher, da steht leider nichts drauf auf den Unipapieren, dazu ausgesucht, weil ich werde auch einen etwas größeren Rand lassen wie hier, da ist er ja nur wirklich ganz klein, aber das sehen wir gleich. Ihr werdet euch also auf diesen ein Cardstock schneidet ihr euch jetzt das Ober- und Unterteil in 15,3 x 15,3 cm. So, 15,3.
mal 15,3. Dann passt das natürlich nicht mehr, weil ihr ja nur 30,5 habt. Also es passt so um so einen Millimeter nicht mehr. Aber ihr braucht halt einen ganzen Bogen. Aber dafür schließt es dann auch wirklich gut hier ab und es entsteht da keine Kante. Das werdet ihr gleich sehen. So, halt, 15, was habe ich denn jetzt gesagt? 15,3 mal 15,3. Ja, also brauchen wir zwei Cardstock. Okay, wisst ihr was? Ihr macht 15,2 mal 15,2. Ich schneide mir hier das einfach noch ein bisschen ab. Was haben wir denn hier? Okay, ich habe es verhuschelt. Moment, ich hole einen neuen Bogen. Ich hoffe, ich habe jetzt gerade einen griffbereit hier noch liegen. Natürlich nicht. War ja klar. Was habe ich denn da gemacht? So, machen wir das halt so. Nehmen wir halt einen Blauton. Auch gut. Also, dann macht ihr das bei 6 Inch bzw. 15,2 und dann hier auch nochmal 15,2. Dann habt ihr zwei gleich große Stücke und die werde ich gleich mal in meiner Anleitung abändern. Hoffe ich jetzt, dass das immer noch gut passt. Wartet. Weil ich möchte ja nicht, dass was rausguckt eigentlich. Deshalb, na, es wird knapp. Seht ihr? Wir machen das jetzt so und ihr guckt einfach, ob das für euch auch noch so passt. Oder ob ihr das nicht so schön findet und dann auf 15,3 mal 15,3 geht. Ja, das müsst ihr dann schauen, weil das ist echt eine ganz knappe Kiste hier. Jetzt kommt das erstmal weg. So, eigentlich ist es egal. Ihr bringt euch jetzt Kleber auf die Unterseite der ersten Schachtel auf. Und legt euch die mit der Öffnung nach links, bündig hier, Kante, Kante, hier auch, Kante, Kante auf und drückt es an. Dann nehmt ihr euch ganz schnell die andere Box, da zeigt die Öffnung zu euch und legt sie auch bündig an die Kante und hier an die Kante. Oh, es wird echt knapp. Wenn ihr 1 mm mehr nehmt, habt ihr ein minimal Spiel. Aber ihr seht, es passt, ne? Also es ist, steht nichts über. Das geht noch. So, jetzt hier ran. Dann zeigt die Öffnung wieder. Also, Moment. Wir haben hier die Öffnung, die zu euch zeigt und die zeigt nach links. Jetzt müssen wir hier oben, ich drehe mir das jetzt. Die Öffnung zeigt jetzt wieder nach links. Etwas konfus. Hat mich jetzt tatsächlich etwas rausgebracht. Mit den Maßen da bündig an der Kante anlegen. Hier unten auf die Kante achten. Andrücken. So. Und hier die letzte Schachtel. Die Öffnung zeigt jetzt, ach, wieder zu euch. Wo bin ich denn? Ich wollte gerade sagen, nach rechts. Die zeigt zu euch und wird auch hier an die Kante ganz genau angelegt. Also es passt haarscharf. Je nachdem, wie gut ihr vorher die Kisten, die Boxen gefalzt und geschnitten habt, reicht euch auch 15,2 mal 15,2. Und somit könnt ihr das dann aus einem Bogen machen. Aus einem halben Bogen machen. So. Da ich vorher nicht nachgedacht habe, habe ich mir das letzte helle Rosa zerschnitten und musste jetzt auf das ausweichen. Aber gut, so ist das manchmal. Und ihr, wer mir schon länger folgt, weiß ja,
Ich bereite eigentlich nicht viel vor, außer mal so Boxen, wenn man zu viele schneiden muss. Aber ich schneide auch nichts raus aus so einem Video, weil ja, wir sind alles nur Menschen und so Fehler passieren uns allen mal, auch mir. So, jetzt kommt der Deckel da oben drauf. Mal gucken, wie er mir am besten da drauf gefällt. So. Und dann kommt auf diese Schachteln hier oben einfach jetzt auch der Kleber. Ich gehe jetzt hier aber an den Kanten gut lang, dass es da gleich gut haften bleibt. An den Außenkanten, dass es da nicht sich so ablöst. So. Und jetzt, hoch, Delle drin, auflegen, Luft anhalten, Daumen drücken, dass es passt. Also, und festdrücken. Ja, ganz knappe Kiste, wirklich ganz knapp. Aber ja, wie gesagt, mir wäre es lieber jetzt mit einem Millimeter mehr, weil dann solche Kanten nicht sichtbar sind, also so kleine Stellen. Aber ich, ja, so schlimm finde ich es jetzt auch nicht. So, jetzt wollte ich ja hier noch das DSP Blümchen Hintergrundgrau drauf machen. Und eigentlich wollte ich mehr Platz lassen, ungefähr so einen Zentimeter, anderthalb. Aber ich glaube, weil das so knapp ist und nicht ganz so der Ton ist, wie ich ihn gerne gehabt hätte, ist da, dass ich dann irgendwie schon, wenn da mehr übrig zu sehen ist, wirkt das schon nochmal frischer. Also machen wir es hier als knappe Kiste mit einem kleinen schmalen Rand. Und dann braucht ihr einen Aufleger 2x14,9 x 14,9. Halt, Schneidebrett her. Ihr braucht das zweimal, weil ich das nicht nur oben gut finde, sondern unten halt, wenn das unten ist auch. Müsst ihr nicht machen, wenn ihr jetzt so wie hier auch so ein sehr schönes, ich finde, mit dieser leichten Struktur hat das auch eine gewisse Wertigkeit, der Boden. Wenn ihr das jetzt nur mit weißem Cardstock macht, würde ich definitiv immer auch unten das gleiche Musterpapier noch drauf machen. Ich schneide mir jetzt erstmal eins zurecht. Moment, 14,9. Und das wird dann hier aufgeklebt. Aber ich mache noch ein bisschen rundum noch einen Millimeter weniger. Dazu gehe ich jetzt einfach an diese graue Kante. Einmal von oben runter, scheint besser zu gehen. Und hier auch. Das könnt ihr machen, wie ihr wollt. Ne? Jetzt müssen es 14,8 x 14,8 sein. Ihr könnt euch eure Box sicherheitshalber nochmal ausmessen. Jetzt franzt das Messer schon wieder. Da ist die Klinge ausgetauscht, Mensch. Eieiei. Also im Moment habe ich einen Klingenverschleiß, obwohl ich wenig bastel. Das ist enorm. So, ja, so gefällt mir das besser. Also, festkleben.
So. Und jetzt geht es nur noch ans Verzieren. Ich halte die Box diesmal neutral, aber ich finde, sie eignet sich perfekt jetzt für die kommende Zeit für Ostern, um kleine Sachen drin zu verstecken. Mal gucken, ob da auch eine Gutscheinkarte reinpassen würde. Ich habe jetzt, glaube, so groß sind die, ne? Jetzt hier nur. Nö, die passen nicht. Passen leider nicht. Ach, das wäre noch eine Idee. Müsste man das noch einen halben Zentimeter jede Box größer machen? Egal. Auf jeden Fall kann man da drin Geld verstecken, kleine Geschenke verstecken, ein Armbändchen, ein Süßigkeiten, was man möchte. Zur Konfirmation, zur Kommunion bietet sich das an als kleines Geschenk. Man kann hinterher kleine Schätze drin aufbewahren. Also meine Kinder haben Boxen geliebt, weil die haben dann alles Mögliche da drin versteckt. Und das ist wirklich eine schöne Größe. 5 auf 10 cm, da passt schon ordentlich was rein. Ich halte sie jetzt aber, wie gesagt, neutral in der Deko. Ich mache nur so ein weißes Blatt. Dieses Grunge-Blatt vom Kreativdepot in weiß drauf. Und wenn ich weiß, das werde ich mit 3D-Pads, oh, vielleicht mache ich 2. Wartet mal. Ach, man sollte nicht immer sagen, man macht es nur so und dann fängt man an zu überlegen und macht doch mehr, ne? So, und das mache ich mit 3D-Pads da drauf, glaube ich. Jawohl, mache ich. Machen wir die sind hier drin. Großen und die kleinen. Jawohl. Pixar nehmen. Und los geht's. Machen wir erstmal das Blatt. Muss ja auch nicht überall jetzt so ein Klebepad drauf. Da wäre vielleicht ein halber ganz gut, ne? Ausnahmsweise mal mit der Schere. Mit der schneide ich sonst keinen Kleber. Weil der immer so blöd überall drin bleibt. So, die Schutzfolien abziehen. Ach ja, ich habe ja noch Neuigkeiten, naja, ist vielleicht zu viel gesagt, aber wer mir auf Instagram folgt, hat bestimmt mitbekommen, dass ich für Kreativdepot Zoom-Workshops anbiete. Und am Montag ist der erste Zoom-Workshop und ich bin dezent aufgeregt, würde ich sagen. Das ist Neuland für mich, sowas zu machen, weil mit Technik habe ich es ja nicht so, wie fast jeder weiß. Ich bin die Fraktion, ich lösche das Internet. Egal, was ihr sagt, aber ich lösche es. Und ja, da ist so Spannung vorprogrammiert. Wenn ihr also Interesse habt, darüber informiert zu werden, meldet euch gerne per E-Mail bei mir. Dann nehme ich euch in die Workshop-Gruppe mit auf. Und dann verpasst ihr... Also babbeln und hier kleben funktioniert bei mir nicht. Das ist ähnlich wie Technik, wie ihr merkt. Das geht nicht. Also, wer Interesse an den Zoom-Workshops hat für CD oder die ich mache für CD, der kann sich gerne melden. Dann nehme ich ihn in die Gruppe auf. Oder ihr schaut regelmäßig bei Kreativdepot auf die Seite. Da werden die Workshops der Supporter auch mit angeboten und beworben. Und dann könnt ihr auch alle Infos dort drüber erhalten. Das geht natürlich auch. So, der muss dahin. Und der dahin. Stopp. Ach, Großmännchen, du hast wieder nicht nachgedacht. Hast mal schön fleißig losgeklebt. Aber das geht doch nicht. So. Kann ja keiner hin, wenn doch das doppelt ist. Echt, manchmal
Nun ja, abschneiden, das Blatt da dran kleben. Da. Das kommt da dran. Habe ich da noch was vergessen abzuschnibbeln? Ja, ist noch zu hoch. So, jetzt passt besser. Mensch, Mensch. Doppelt natürlich geht's nicht, wenn man das so hoch klebt. Alles auf einer Ebene, hätte ich das zweite doppelt mit zwei Dimension jetzt bekleben müssen. So, wenn ich weiß, wofür diese Schachtel ist, dann kommt da auch noch ein kleiner Spruch drauf und dann vielleicht auch noch ein Bändchen und fertig ist das Ganze. Ich mache das jetzt mit der Schere mal auf, weil das einfacher geht. Sieht dann so aus. Unsere Box mit vier Boxen. Ich hoffe, euch hat die Idee gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, tschüss und entschuldigt das Chaos, dieses Hin und Her und überhaupt, ne? Aber das bin ich. That's life. Ciao.